Junge. Junge, ganz kurze Info, bevor ich jetzt hier das Video starte. Oh, Junge, du dummes. Bevor ich jetzt hier das Video starte, meine Freunde, heute Abend gibt's um 18 Uhr wieder einen absolut arschgeilen Livestream. Kommt auf jeden Fall vorbei. Es wird nice. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Bevor jetzt hier die ganzen Kommentare voll sind. Ey, Lady war mein Friseur. Das war nicht richtig. Ich hatte jemanden, der sich netterweise aus dem Verband, aus dem, wie heißt das? Verwandtschaftskreis, glaube ich, ne? Ich habe keine Verwandten. Perfekt. Ja, du hast nur Geschwister. Aus dem Verwandtschaftskreis, er bereit erklärt, mir die Haare zu schneiden. Es ist nicht perfekt, aber es ist ein Anfang, Leute. Ich konnte es nicht mehr. So viel dazu. Ich bin heute wieder leider Gottes mit der Wi-Fi am Start. Wir werden uns jetzt gemeinsam deutsche Memes angucken, weil deutsche Memes extrem lustig sind. Fast genauso gut wie die amerikanischen. Eigentlich nicht. Und jetzt wird gelacht über Rata und Andreas über den Köftetausch. Let's go. Hallo. Mein erster Eindruck, als ich das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Ticker. Fällt dir alles oder gibt's irgendwas? Als ob die den dahin editieren. Nein, 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 der ist nicht dahin editiert. Das der ist, war da. Der war wirklich da, der war wirklich da, Bro. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köftespieß. Ja. So einen schönen Kolbstraße. Ein Köftespieß erstmal, mit gar keinen Reden. Andreas sieht wirklich 1:1 aus wie der Nachbar, der nachts um 3 Uhr seine Frau anschreit. Geil. Paul, gib mir einfach nur einen Köftespieß. So, jetzt muss ich dich unterbrechen. So einen schönen frischen Eiern aus dieser Maschine. Ruhe. Nein. Nein, stopp. Jetzt reicht es. Wollen selber so all you can drink mäßig. Wollen wir den selber so. Nein, nein, jetzt red nein. Ich. Nein. Er redet. Hörst du? Ich glaube, ich gebe mir einen so einen schönen Köftespieß. Stopp. Sonst kann auf Schnauze. Junge. Ich bin sauer, weil es um unseren Einkauf geht, weil wir angeblich von ihr, man sieht es hier, was er angesprochen hat. Ja. Köftespieß. Da ist doch, da ist doch. Was will Rata? Es ist Köftespieß im Haus. Man sieht, es ist Köftespieß im Haus. Ja, ja, ja. Was will Rata? Und jetzt diskutieren wir weiter. Hawal, gib mir einfach nur ein Köftespieß. Hawal! Ehrenbruder Yuluk X immer wieder hier zum Einstieg. Ganz stark, eine kleine YouTube-Kacke, meine Freunde. Jetzt geht's los mit den deutschen Memes. Mit gar kein Reden, Lukas. Mit kein Reden, mit kein Lachen. Deutsche Memes mit kein Lachen, okay? Du weißt Bescheid. Wer lacht, gibt dem anderen einen Köftespieß aus. Ist das klar? Okay, machen wir. Auf Ehre. Perfekt. Ich bin Vegetarier. Ja, dann... Jetzt, ja. Gib mir Halloumi-Spieß, wallah. Der 15-jährige Fabian Schürmer nach seinen Gesetzen. Der coolste hier. Gibt's nur eine Regel, meine Regel. Ah, okay. Verdient man Schmerzensgeld. Zuerst kommen die Schmerzen, dann kommt das Geld. Ich habe nicht geschwänzt und ich schwänze auch nicht. Und ich habe also, auch nicht vor zu schwänzen oder so. Also. Komm und kauf bei mir. Komm und kauf bei mir. Real Talk, Digga. Alle Läden werden sagen, ey, kommt, 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 Digga. Den Friseur Seiten verkackt hat. Ja. Grüße. Okay, ja, warte mal, Moment, stopp. Nee, 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 also jetzt... Und dann geht der Friseur an! Das ist jetzt an der Stelle nicht richtig, Hauto Allmann. Ich möchte mich jetzt hier offiziell beschweren. Das hast du schon gesehen. Das kann nicht sein. Hier musste ich gerade noch 5 Cent reinstecken. Ich hatte leider nur noch 10 Cent. Ich stecke die 10 Cent rein. Ja, ja, klar, ja. Er sagt okay und gibt mir kein Wechselgeld. Mann! Hier sind meine 5 Cent. Ey! Ich lass mich doch nicht verarschen. Ja! Den Automaten erstmal anzeigen, unfähig machen, ausstecken, gegentreten, anzünden. So ein Ding, ja? Lass dir das nicht gefallen als Deutscher. Da musst du gegengehen, Kilian. Morgen. Es ist so, dass die Schüler auch, wenn sie persönlich begrüßt werden, gerne in die Schule kommen. Wahrscheinlich. Also ich wäre gerne gegangen. Ja, ja, ja. Und ja, also meine Verdauung ist im Moment nicht so gut. Mein Stuhl ist sehr flüssig wie Wasser. Und muss ich so oft gehen. Verstehe ich, verstehe ich. Ist aber, ja, macht Sinn. Digga, alle, die sich selber die Haare geschnitten haben. Gut, dass du hier. Ja, es geht. Definier mal Ehre. Erklär mal. Ehre? Was ist Ehre? Also für mich persönlich ist Ehre, soll ich das sagen, ja? Ehre ist eigentlich mein Leben. Mhm. Okay. Grill. Aber ist das okay, richtig, oder? Digga. Ja, ja, ja. Grillaval. Junge. Übrigens, ich krieg schon eine Menge Köftespieße von dir. Einfach nur ein Köftespieß. Ist aber mittlerweile auch mal gut mit dem Meme, meiner Meinung nach, oder? Boah! Boah! Boah, ich hab mich selber! Bruder! Ich hab mich selber stressig!
Sag schon. Oh. Du darfst Wasser. Nein, geht schon. Okay. Oh, schön. Eine Taxifahrt in Geil. Peking. Woher kommt ihr? Aus Deutschland. Ja, da musste gerade was zensiert werden. Was der Mann da gerade gesagt hat, ist zum Glück in Deutschland verboten. Oh nein. Real Talk, Digga. Jetzt wirklich so alle Hände kommen. Ich aber auch, Digga. Weiter hier mit dem nächsten. Deutsche Memes sieht man Burger, das. Burger, Pommes, Nuggets, go. Und damit, hallo. Er sagt es. Achtung, stabile jetzt wird interessant. Info. Karl S. mal wieder back am Start mit einer ganz, ganz wichtigen Meinung. Du träumst vom AMG, lelele. Ah ja. Doch du bist pleite, lelele, lelele, lelele. Man sieht im Hintergrund die ganzen Bücher. Das ist der Bücherclub. Pleite, lelele. Ja, mal wieder was fürs Leben gelernt, ne? Was ist das denn, Alter? Shisha-Gemeinde. Shisha-la-Visha. Geh mal in Shisha, mal Shisha-la-Visha. Shisha-la-Visha, Digga. Ganz genau. Von der Dame würde ich mich gerne beraten lassen. Ach, geil. Nein, Justin hat ihn. Das Infinity Gauntlet, das war klar. Sieht Justin, ja. Justin gibt's zurück. Oh nein, Justin. Sieht man das? Wieso? Ah, warum? Den Jofa-Channel ist ein reiner Channel, auf dem möchte ich aber nur Englisch reden, damit ich eben mein Englisch ein bisschen verbessere. We all try to speak English and we hope to that we can do this. Ja, Mann. Simon Unge, Englischgott Monte, genauso gut, mindestens. Fresh. Wo buddelt man solche Clips aus, Alter, Digga? Ich war in diesem Dachgeschosszimmer, man hat da Varo aufgenommen. Da hat's aber gar nicht so fresh gerochen, Monte. Was, bei Monte mal im Dachgeschoss? Ich hab da Varo aufgenommen, Varo 2, Alter. Da hat's aber nicht fresh gerochen, da hat's so ein bisschen nach Arschloch gerochen. Ich weiß nicht, wieso. Ja. Dieses Überraschungseis für dich. Und wenn du es nicht öffnest, bis ich wieder da bin, dann bekommst du sogar ein zweites. Oh mein Gott! Warum macht er so Videos? Wieso hat er nicht gewartet? Er hätte doch ein zweites bekommen. Guck mal, er hat sogar ein großes, Alter. Zwei große, Digga. Markus, was? Du bist zu gierig. Was da wohl drin ist? Ja, wahrscheinlich Koks. Das ist Schokolade! Na, neu. Einfach sieben. Alter! Junge! Einfach so stumpf! Nein! Lukas, du hast deine Schwester dir gesagt, dass sie kann nicht mit dir zusammen sein, weil es deine Schwester ist. Oh, Digga. Warte, ich hab mein Auto angeditscht. Oh, der ist so geil. Da hab ich so einen Kratzer bekommen, ey. Scheiße. Guck jetzt. Meine Eltern werden mich dafür killen, Mann. Junge, Alter. Voll nette Jungs. Oh nein. Video über die Jarak. Nein, habe ich nicht. Ich lasse ich auch mal notieren. Du Jarak, bist phänomenal. Ist auch, ja, gut. Digga. Ist auch gut. Du dich bewegst, ist nicht normal. Die anderen Frauen sind mir egal. Ich frag mich, was Pietro Lombardi unter der Dusche macht. Denkt Pietro Lombardi auch, er wäre Pietro Lombardi? Physiklektion ist jetzt folgendes. Oh, Money Boy. Hier befindet sich Luft. Mhm. 2CO. Also ja. H2O. Genau. Genau. Mhm. H2O Sauerstoff. Luft. Ja, ja. Hier Sauerstoff. Hier befindet sich Aqua. Und Wasser. Hä? Hey, die hat aber Walla gesagt. Na, so nicht. Moment, wenn er Walla sagt, das geht nicht. So nicht.
Was geht ab, Frankie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Auf, ey. Brüder, ich werd jetzt richtig sauer hier drin. Hey, Mann. Yo, Jimmy, was geht? Ich hab hier das Board. 50 Euro. Willst du mich leimen? Lukas, ah, sorry, aber willst du mich leimen, Digga? Hallo? Mich kennt man hier, oder ich kenne die meisten oder jeden hier. Das ist doch, wer ist der Kuzi, oder? Ja. Wir drehen hier alle ab. Ich bin einfach der Baba. Ich bin nicht nur von Essen-Borbeck der Geilste, ich bin generell der Geilste. Ah ja. Oh nee. Oh nee. Oh nein, oh nein. Oh nein. Tschüss. Wenn sie Digga sagt. Lukas, auf einer Skala von 1 bis Ja, würdest du? Schöne Gesicht hat sie. Maschallah. Eskalation. Ich. Eskalation. Eskalation. Eskalation, Eskalation, Eskalation. Was ich da gemacht habe, sage ich lieber nicht. Aber auf jeden Fall Eskalation. Ja, ja, fühle. Eskalation. Ja. An welchen knallst du am meisten, am liebsten? Machst du den GTA 5 oder? Genau, es geht da einzig und allein um GTA 5. Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Julio.exe, absoluter Ehrenkanal. Ich kecke momentan sehr gerne darüber ab. Natürlich hier nichts falsch verstehen, das sind alles Memes und die darf man nicht allzu ernst nehmen. Genauso wie die Person von mir und Lukas, gerade auch an der Stelle. Vive HD. Leute, ich werde Lukas jetzt von seinem eigenen Teamspeak bannen. Schauen wir mal. Ey, das funktioniert nicht. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Ich bin an der Stelle raus und wie gesagt, denkt dran, mein Livestream läuft heute Abend. Bis dann, ciao.